Ich bin bald der Fortnite-Weltmeister. Und damit werden wir unseren Fortnite-Trainer pranken. Und dazu zeige ich euch noch einen Glitch, wie man einfach den Kopf verschwinden lässt. Hallo? Trainer, du siehst, ich bin die Fortnite-Weltmeister geworden. Juhu! Nein, ich bin der Fortnite-Weltmeister, nicht du. Sagst du das noch einmal, platzt mir der Kopf. Ich bin der Fortnite-Weltmeister, nicht du. Okay, dann lass uns jetzt eine Runde spielen und wir gucken, wer der Bessere ist, okay? So, Freunde, ich werde gleich meinen Kopf in Fortnite zum Platzen bringen. Wollt ihr das sehen? Ihr wollt das bestimmt sehen. Dazu brauchen wir erstmal einen Alien-Parasiten. Und alles Weitere erkläre ich euch gleich. So, General Tomatenkopf, warum ich besser in Fortnite als du bin? Ganz einfach, ich kann einfach schneller laufen und höher springen. Zu. Du bist nicht besser als ich. Ich bin gar nicht General Tomatenkopf. Und wie schaust du überhaupt aus? Natürlich. Immer wenn du mit mir spielst, konzentrierst du dich so doll, dass du eine rote Tomate im Echt bist. Das stimmt nicht. Und jetzt zeige ich dir was, okay? Ein Trick. Werd ich dann wieder halt? Vielleicht wärst du dann auch so ein Fortnite-Weltmeister wie ich. Du bist kein Fortnite-Weltmeister. Ich beweise es dir. Folgt mir. Freunde, ich werde gleich meinen Kopf zum Platzen bringen. Es ist ein richtig krasser Glitch. Also bleibt unbedingt dran. Lass auch gerne ein Like und und wir werden versuchen, dein Kopflos einen epischen Sieg zu holen. Let's go! Regel Nummer 1 als Fortnite-Weltmeister: Hab eine krasse Waffe. Erstens, ich bin hier der Fortnite-Weltmeister und ich habe die geilere Waffe. Nee, was ist das denn für eine Spielzeugkanone? Ich bin Fortnite-Weltmeister und habe eine bessere Kanone. Ah. Was hast du gemacht? Mein Kopf ist geplatzt. Du schaust aus wie der kopflose Nogel. Hilfe! Polizei! Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Hilfe, Hilfe! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Du hast meinen Kopf kaputt gemacht. Polizei! Ich glaube, Fortnite hat erkannt, dass du kein Fortnite-Weltmeister bist und dadurch ist mein Kopf weggegangen. Hilfe! Freunde, seht ihr das? Mein Kopf ist einfach weg in Fortnite. Das ist der ultimative Glitch, um eure Freunde zu pranken. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist einfach euren Parasiten auf einer Kanone loszuwerden. Und jetzt versuchen wir, einen epischen Sieg zu holen. Jetzt kriegen wir wieder meine Freundin als Fortnite-Weltmeister. Was? Hast du ja gerade Freundin gesagt? Ja, eine Freundin, so wie Dano und Flake. Ah, Idiot! Als ob das jemand freiwillig nimmt. Du bist ja noch schlimmer als meine gammelige Oma. Du bist aber ziemlich frech für dein Alter. Und dass du nicht gut in Fortnite bist. Besser in Fortnite als du. Ja. Viel besser. Wer hat hier den Booger-Skin? Wer hat hier den Weltmeister-Skin? Ich oder du? Also, du hast vielleicht diesen komischen Skin da. Aber schau dir mal mein Bad-Bling an. Alter, siehst du so auch in echt aus? Du siehst so in echt aus. Hingehen. Rocket. Kaboom. Der ist da oben. Papi, ich bin der kopflose Weltmeister. Bist du nicht? Du bist der kopflose Nudel. Pass auf, hinter uns. Wir müssen weg von hier. Schnell. Auf und davon. Nein. Oh nein. Nein. Oh Mann. Danach haben wir selbstverständlich nochmal eine Runde gestartet und versucht wieder kopflos einen epischen Sieg zu holen. Ich hab den Hai! Siehst du das? Gegner, passt auf! Pass auf, der Hai! Nein! Ich tu den unten kaputt machen! Okay. Der scheint nicht sonderlich gut zu sein! Also so wie du! Eher wie du! Nee, du! Und jetzt Klappe zu und drauf! Oha, was ist das hier? Nein! Pass auf! Oh nein! Da holt mich! Jetzt siehst du mal, wie gut ich bin! Ich bin gespannt wie ein Turnschuh! Knock! Oha! Ich hab sie! Ich hab wieder einen Kopf! Echt? Nein! Nein! Die sind tot! Die sind an Tunnel gestorben! Hilf mich! Wir schaffen das! Auf jeden Fall! Jetzt habe ich auch einen Kopf! Aber du darfst nie wieder sagen, du bist der Beste! Dann platzt wieder mein Kopf! Keine Bange, Herr Tomatenkopf! Ich schaff das! Wir schaffen das! Und tot! Haha! Beste! Wir sind einfach gut! Du bist ein hübscher No-Skin, weißt du das eigentlich? Ja! Schau mal! Mit der Unterstützung des Fisches! Schaff! Du! Gib das her! Das ist doch kein Fisch! Egal! Daneben mit der Kuh! Wie macht die Kuh? Mu! Wir schaffen das mit der Hilfe der Kuh! Muu! Da kommt sein Kollege! Pass auf! Pass auf, pass auf! Hit! Hit! Hatty, ich hab den Kopf getroffen! Gut! Oh nein! Hilfe! Einer
genau vor uns. Pass auf. Ja. Wo ist der? Wahrscheinlich habe ich nur Geister gesehen. Freunde, falls ihr bis hierhin geguckt habt, vielen lieben Dank. Solche Folgen, wo ich versuche, einen epischen Sieg zu holen, sind sehr selten. Normalerweise mache ich ja immer Unterhaltungsvideos, aber mal zur Abwechslung gehört auch sowas dazu. Falls ihr es feiert und das hier gerade hört, schreibt das doch mal in die Kommentare. Das schaffen wir. Es leben nur noch 7 ohne uns. Oh nein. Wollen wir hier... Wir müssen in die Zone. Wir gehen in die Zone Monster, eine kleine Unterkunft, okay? Okay, let's go. Und einen kleinen Stall für meine Kuh. Und für den Fisch. Hier ist gut. Oh, voll hinten. Die waren hinter mir. Aufpassen. Hilf dir. Das ist Shano und Flakes. Kann sein, weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich fühle mich wie ein Profispieler. Pass auf! Ja! Laser! Oh mein Gott! Oh nein! Nein! Wo bist du? Ich helf dir! Pass auf! Ja gut, einer ist weg! Wo bist du? Dich ein. Soll ich zu dir kommen? Ja, komm schnell. Okay, ich bin da, ich bin da. Nein, Hilfe, Hilfe. Es ist ernst. Ich komme. Hast du was zum Heal? Ja, nein, hier uns. Okay. 3 Gegner, das schaffen wir. Heal. Wie macht die Kuh? Mu. Wie macht die Kuh? Mu. Und jetzt wir schaffen uns. Das. Ich hab keine Munition! Nein, die Zone! Komm her! Hab ein Fass! Du musst uns zielen! Pass auf! Oha, was? Wir müssen die runterschießen! Nein! Geh! Ohne mich! Nein! Mit mir! Ich bin unter dir! Nein! Nein! Okay, Freunde, wir haben fast den epischen Sieg geholt, aber nur fast. Falls es euch gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Danex. Haut rein!